Servus und hallo und willkommen bei der nächsten Runde. Und jetzt machen wir die zweite Runde der Meisterschaft, der zweiten Meisterschaft. Also, los geht's. Hey, mein Großer, nimm mal den Großen ab. Danke. Thomas Moff. Danke. Echt herzallerliebst aus. Ja. Geht doch. Das war schon die zweite Runde. Und jetzt geht's. Wartet mal. Erstmal drücken wir mal P. Mal sehen, was wir jetzt schon wieder verbessern können. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wählen Sie aus. Ach so, kann man das nochmal verbessern? Was? Ach, Jimine. Ach so, Voraussetzung ein Punkt. Und bevor ich jetzt hier irgendwie Punkte vergebe. Rüstungsschaden ist aber besser, wenn die den erleiden. Erhöht Giftschaden. Definitiv wird das erstmal genommen. Okay. Fehlt mir noch ein bisschen was. So. That a boy! Damn! Damn impressive! Your reward for victory! Ich bedanke mich. Für das Serum. Und jetzt, möchte ich gerne die Runde machen. Oh. Frage, sind das Frauen oder Männer?
alle so blond? Gut, meine großen und hübschen. Ach so, die. Ja. Schön. Die schalten sich halt wieder selber. Aua, aua. Kritischer Treffer, und da Knache. Die hauen sich sowas von selber weg. Mein Großer. Wer von uns beiden wird gewinnen? Gut. Ich habe die Meisterschaft gewonnen. Yeah. Hallo. That a boy. Damn impressive. Your reward for victory. Danke. Ich ziehe den Hut. Danke. Die Gegner waren aber auch sehr gut. Achso, oh gut, okay, brauch ich nicht. Dankeschön für das ganze Serum. Tschüss. Ich bin tiefen beeindruckt. Mhm. Ja, mit den ganzen Techomancern, das da, das Ding, das war schon ein bisschen kritisch. Muss ich ehrlich sagen. Da habe ich schon ein bisschen. Ansonsten ging es eigentlich relativ. Ich bin gerade sehr überrascht von mir, wie gut wir da eigentlich jetzt gerade durchgekommen sind. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo wir immer alles fast gefehlt haben und so. Naja, beziehungsweise bei fast allem versagt haben. Manchmal schon fast so aus. Drücken. Na komm, ich will noch ein Level steigen. Brauchst du so mittig. Ich könnte drüber nur feiern, wenn die sich hier gegenseitig. Oh. Wenn die sich hier gegenseitig mit den Granaten, Minen etc. selber auslöschen. Oder ausradieren. Hallo? Okay. Bitte gehen Sie weiter. Okay, also wir waren jetzt da drinnen, dort drinnen. Die Kapelle kommen wir noch nie hin. Die Börse. Okay, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Und tun mal die ganzen Quests soweit. Abhaken, sag ich jetzt mal, abhaken. Ein Haken dran. O4. Nee, Osiris O4 war das. Oh Mann. Ja, wir sind hier in O4. Wie bin ich Osiris drin? Stufe 24. Backen auf immer. Hallo.
Okay, da unten will ich jetzt nicht hin. Okay, das Serum, ich muss ehrlich sagen, ich achte gerade eben nicht so richtig drauf. Ich kann jetzt nie 5 umhauen und dann Serum rausziehen, dann wieder 5 umhauen. Oder brauche ich das Serum jetzt unbedingt so dringend? Weil es sind immer nur 3 Serum. Also einmal Serum aus einem Tierchen. Es soll nicht hochmütig oder arrogant klingen, aber... Ich würde jetzt erstmal gerne drauf ihn ablassen, das immer mitzunehmen. Aber irgendwann brauchst du das wieder. Ja, ich weiß. Das ist auch das Problem an der ganzen Sache. Weil ich weiß, irgendwann brauchst du das wieder. Aua. Bei einem großen jetzt zum Beispiel nehme ich es mal mit. Ich dürfte aber nur 3 rauskommen, oder? Ne, 4. Ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn ich auf die Quallen schieße. Auf die da. Ich weiß, es gibt nur eine Möglichkeit. Es zu versuchen, um das herauszufinden. Ach, das machen wir mal. Aua! Also man merke drauf, Nahkampf ist nicht so cool. Eine Zecke. Dann seine Zecke. Hm? Ich liebe diese Wandzecken. Vor allem, die sind so robust und widerstandsfähig. Wie die Originalen. Rot? Ich hab's gerade eben nicht so richtig verstanden. Eigentlich will ich doch nur wieder zurück und Quests abgeben. Was mache ich denn hier gerade? Ich schlachte mich wieder rund um die Welt. Ja. Das stimmt. Ah, das Serum war es mir nicht mal wert. Der Herr, der feine Herr. Jetzt zu cool für das ganze Serum oder was? Irgendwie muss ich doch langsam dort runterkommen, oder? Ich verlaufe mich doch hier die ganze Zeit. Ne, ich bin noch vorhin weg gewesen. Das sieht manchmal gar nicht so danach aus, aber ich bin manchmal auch auf dem richtigen Weg, obwohl ich nicht mal weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. So, im Kampf kann ich ja nicht.
dann angegriffen. Mir gefällt es nur, dass ich schon wieder fast auf halbem Weg bin zum nächsten Level. Es ist unwahrscheinlich krass, wie schnell man doch leveln kann. Bei diesem Spiel. Da muss ich auch noch hin. Alte Kuppel. Das ist so geil. Mit dieser Karte. Pass auf, am Ende können wir noch hier im ganzen unserem Kreis freuen oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss mir auch noch die Uniform holen. Für mich und meine Gefährten. Oh. Hey, there you are. Your meeting go well. As well as hoped. Thanks. Then let's get down to business. You know who I am. You know my past. You know what little I have left. What are you gonna do about it now is the question. You gonna use what you can against me? Well, let me carry on with the small life I've managed to build. Natürlich, ja. Guck mal, du halbes Hemd. Nee. Natürlich, nee, wir helfen ihm. I want to help you. What can I do? Some things can't be healed, Rogue. Like that scar across your face. I'm guessing you got it the day I lost everything. And was reduced to a sad, broken, armless shadow of what I might have been. Some things can't be healed, but most can be mended, friend. Let me ask around. That might be a long shot, but maybe you'll find a new reason to call yourself lucky again. We'll find someone who can lead you back to your gifts. I promise. I may be bitter, but I'm no less grateful. Thank you, Zachariah. A little show of kindness goes a long way. Andrew, muss ich jetzt mitnehmen? Naja, was ist hier los? Nisha. Danke für die... Physischer Schaden durch Dolche plus 2. Aha. Erkundung plus 1. Aha. Kann man diesen Wert auch noch steigern? Das Team ist voll. Ich bin voll. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Oder? Nee. Natürlich bin ich nicht voll. Aber Nisha muss ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Passiver Bonus. Flüssigkeitsregeneration 5%. Gewicht. Ach, deswegen. Gewicht plus 250. Ah. Verdächtig. Gut. Gut. Verdächtig? Wieso Beziehung verdächtig? Gut. Ja, er ist auf jeden Fall eine Naturgewalt. Okay. Da kommt er erstmal mit. Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. Sie hat irgendwie Schramm im Gesicht und das macht sie liebenswerter. What's good, Zachariah? Got my parts yet? As promised, rotor, stator and thermic regulator. Damn. Nice work. Keep up like that and you might start growing on me again. We're gonna get my baby back on the road.
mit der Reparatur beginnen? Klar. Great. Now that I've got everything, I can actually start on the repairs. But it's gonna take a day, at least. And once I start, I'm gonna be neck deep in it. So if you need me for anything else, I ain't gonna be available. Works for me. Sure, you'll be able to get it working again soon enough. Damn straight. Even if you lost your legs, I could get you going again. Now get out and let me work. Eigentlich möchte ich dem hier gerne einen Ersatzarm spenden. Das ist mir vorhin so durch den Kopf gegangen. Die müssen da auch hier die Technomancer müssen da auch so Prothesen haben oder sonst was. Weil die bestehen doch fast nur aus, ich sag mal, Elektrizität, Bauteilen und. Muss ich jetzt mit ihm reden? Hallo. Zachariah, you look good. Better than I. As if that was hard to accomplish. Du siehst besser als ich, aber das auch nicht, ja. Oh Mann. What do you think about Andrew? He comes from Ophir like you. And he could have become a technomancer, but he had an accident. I remember, yes. You know that I was the one who had spotted his abilities and had taken him to school, as I did for you? I thought that he was dead. That's what I was told, that he was dead. I shouldn't have listened to them. He looks perfectly alive now. Yes, but he lost an arm during the accident, and he can't use technomancy anymore. How so? That's ridiculous. Technomancy has nothing to do with arms. It is all in the head. You just have to... Let me think. Yes, I think that with... Yes, that's it. With a full Technomancer kit, I would have the parts needed to create a bypass on a classic prosthesis. I would need my notes to do that. Your notes? I study Technomancy as well. Anyway, from a scientific standpoint, obviously. I've never thrown lightning bolts, and I can't do it physically. Moreover, those kits wouldn't suit me, I'm sure. Scott, you studied technomancy? Yes, and I had conducted in-depth research on the way in which your neural network expressed its static charge throughout your equipment. But all this is old. I can't remember it all. And I left my notes in Ophir. I won't have any trouble helping that boy if you bring me my notes and the equipment. You wanted something else? No. Thank you, Scott. I'm gonna try to bring all that back. Ja, wir können ihn doch eine künstliche Prothese bauen lassen. Das finde ich mal geil. Da kriegt er doch einen zweiten Arm wieder. Das ist ja mal schön. So. Amelia. Nee. Hallo, mein Großer. Andrew. Andrew. Die Nietenkeule? Ach, der hat eine Nietenkeule. Upgraden. Jo. Schwere Überfluss Soldatenuniform. Nee, der behält die Technomancer-Jacke. Soldatenstiefel bringen ihm auch nicht. Da fehlt noch Anforderung 1, Stärke 1. Hm. Ich habe das Gefühl, ich bin nur am Austauschen von irgendwelchen Sachen. Thank you.
Ja, die Söldnerjacke ist trotzdem besser für ihn. Ja, er hat Held. Der schwingt halt eben den Slash Hammer. Andere Frage. Hä? Ich glaube, er ist es. Der Andrew ist es aber, der das schwere Sturmgewehr benutzen kann. Seltsam, da brauchen wir noch einen, der ein schweres Sturmgewehr benutzen kann. Gut. Wir müssen zu dem Kaufmann, der das Glück zu verkaufen hat. Der Witz wird nie alt. Und wir müssen hier hinter übergib Sturmheuschreckendrüsen. Oder übergib. Wäre der Baum noch ein bisschen größer und schöner, wäre es noch richtig geil. Hallo, mein Guter. Hey, Brad. Zachariah, how's the hunting? Ach, die Jagd, die geht soweit ganz gut voran. Your last specimen. At last. Glands of the infamous Locusta tempestatus. Fantastic. My thanks are endless. Tell me, how was its behavior? You're welcome. Its behavior, I don't... Well, it looked like it was absorbing electrical power that made it stronger. You don't say. Fascinating. Might you be willing to make some more collections while I study these? If so, the black mole would be quite a catch. It's been known to dwell in the canyons surrounding Noctis. I'll see what I can do. Okay. Gut, da haben wir das auch erledigt und müssen noch zwei weitere Tierchen für ihn jagen, suchen, finden und auslöschen. Ja, aber wir gehen erstmal wieder hier runter. Und ich vermute mal, die Folge ist jetzt sowieso eh vorbei. Wir haben sowieso oben auch einen Timer laufen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir schon längst über die Zeit drüber sind oder noch drunter sind. Aber trotzdem, ich sag erstmal, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Bye bye.